Hallo liebe Zuseher und Zuschauer, hier sind wir wieder, mein Spieler Thomas, und wir sind wieder bei, ja, unserem schönen Lightyear Frontier Spiel hier und müssen jetzt unseren Mech noch mal ein bisschen aufrüsten. Ach, sieht immer noch schön aus, finde ich, und die Händlerin ist auch wieder da. Mal gucken, vielleicht hat die mal wieder interessante neue Sachen. So, ich hatte letztens einen Geonensplitter gefunden, den kann ich ja schon mal verkaufen. Was hat sie wieder für interessante Sachen? Hot Rod Armsets, also okay. These wie, was immer man damit macht. Wieder interessante neue Teile für unsere Mech, aber. Oh Gott, so viel Deko-Kram. Alter Falter. Ja, das war alles im Grunde noch ein bisschen zu teuer. Wenn ich so ein paar tausend Dollar zusammen habe, dann können wir mal gucken, ob wir unser Mech nochmal ausbauen. Aber ich möchte jetzt erstmal eher technisch ihn ein bisschen ausbauen, also schneller laufen und so weiter. Ich brauche dafür noch Mörzelöl auf jeden Fall. So, das große Feld habe ich jetzt auch schon hier gebaut. Kann ich alles gleichzeitig greifen, interessanterweise. Na komm. So, ist noch ein Rohlkopf übrig. Naja, gut. Ich bin auch noch nicht fertig. Hallo, ich saug dich auch gleich weg. So, ich brauche noch ganz dringend Mörzelöl hier. So, war zu wenig Mörzelöl, kriege ich raus. Okay, na gut. Müssen wir sehen. So, ich habe gesehen, wir müssen auch einige neue Sachen bauen. Ich habe nämlich jetzt hier die Möglichkeit, einen Farbmischer zu bauen. Okay. Dann haben wir hier einen Schmelzofen. Auch nicht so uninteressant, denke ich. Und hier gibt es noch zwei neue Geräte. Die kann man dann wahrscheinlich auch noch freischalten. Also mit dem Schmelzofen kann man wahrscheinlich nochmal neue Metallsachen machen. Und mit dem Farbmischer können wir wahrscheinlich endlich Farbpatronen herstellen, um Farbe herzustellen, um dann Dinge einzufärben. Uiuiui, also hier haben noch einiges Neues. Habe jetzt auch die Wetterstation gebaut. Hier können wir jetzt ein schönes neues Haus bauen, also statt dem Zelt. Okay, dann braucht man allerdings auch noch mal ein paar spannende Ressourcen. Farbloses Glas, keine Ahnung. Das macht man wahrscheinlich auch in einem Schmelzofen, vermutlich mal. Hier habe ich bisher nur ein einziges Ding. Naja, vielleicht kommt da mehr dazu. Wir sind ja noch im Early Access, darf man ja auch nicht vergessen. Ein Vogelhäuschen? Okay, ich habe ja schon genug rote Vögel hier. Da brauche ich noch ein Häuschen für die. Ein Holzständer, aber auch nur Deko. Verschiedenste Zäune. Ja. Ja, kann ich auch nicht so wirklich aus dem Anfang, muss ich sagen, eine Fackel noch und hier nochmal ein Blümchen. Ja, das war's dann. Also ich brauche noch auf jeden Fall nochmal Platz, um die weiteren neuen Geräte aufzustellen. Wo mache ich denn das jetzt noch hin? Ja, hier sind die Blumen im Weg, hier ist das im Weg. Vielleicht hier hin. Ups, ja. Daneben. So. Wird auch ein bisschen eng dann hier, oder? Ja. Weiß nicht. Ist das. Ah, ich bin umgefallen. Siehst du, es ist zu eng. Da liegt er jetzt, der arme Kerl. Hallo? Mist. Okay. Nee, das geht nicht. Das machen wir hier nicht hin. Das müssen wir woanders hinsetzen. Oder andersrum. Wir können es auch hier hinter die Felder machen. Dann müssen wir auch mal so vorbeilaufen. Ne? Und dann halten wir halt mal hier hinter. Halt andersrum dran. So. Ging ja auch. Ja. So, machen wir zurück in den Rücken. So. Na? So, was fehlt denn jetzt noch? Brauche ich noch Holz oder was? Echt? Oh. Brauche ich noch Holz hier? Naja, das kann ich ja schnell absäbeln. Das Händler weiß ab mir, das ist nicht so wichtig. Meine Säge. Da. So. Und dann können wir es dann dran machen und dann endlich hier mal wieder ein bisschen Land
bisschen Land reinigen und befreien vom Gift. Hier wachsen auch neue Bäumchen irgendwann. Die brauchen wir echt lang. Muss ich die gießen oder was? Ich weiß es nicht. Das hat auch schon länger nicht mehr. Ah, ich habe kein Wasser mehr. Gegossen. Geregnet. Gegossen. Oh. Ist das alles noch nicht fertig hier? Ah doch, die waren fertig. Die immer noch nicht. Mürze. Ich brauche Mürze. So, ich habe hier mal diese Jute-Säcke gebaut. Die kann man wie ganz normale Kisten auch verwenden, um Sachen einzulagern. Also das geht schon. Und das brauche ich. Sieht dann halt ein bisschen komisch aus, aber ein bisschen sieht dann halt ein bisschen landwirtschaftlich aus, wenn halt so Säcke hier auch rumliegen. Ja, warum nicht? So, dann bauen wir hier mal weiter. Zonk. So, haben wir das schon mal. Das dann aus. Ja, dann haben wir jetzt hier so einen Doppelschuppen. Gut. Jetzt bin ich über die Pflanzen gelatscht. So, was brauchen wir denn jetzt hier? In den Schmelzofen brauche ich Holz und Lehm. Okay, aber wir können ihn ja schon mal hier platzieren. So. Dann beamen wir den schon mal dahin. Lehm können wir ja machen, indem wir hier Steinstaub herstellen. So, das ist nicht das Problem. Holz müsste ich eigentlich auch noch irgendwo haben, oder? Alles verballert. Hier habe ich noch 7. Ne, ich habe echt kein Holz mehr. Okay. Na gut, hier sind ja ein paar Bäume. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Jetzt brauchen wir noch den Lehm. Ja, den werden wir auch noch hinkriegen. Steinstaub müsste jetzt ja auch in der Produktion sein. So, Lehm. Wie viel kann ich denn machen? Maximal Grad 4. Okay. Ja. Ah, Entschuldigung. Ich bin auf den Vogel getreten. Ja, aber pennst du dann auch mal im Laufweg? Selber schuld. Das ist noch in der Mache hier. Leben eingesackt. Gut, den müssen wir dann noch machen. Das hätte ich ja nicht eben gemacht, aber okay. Den können wir noch einen machen. So, 5 Leben brauchen wir noch. Gut, dann geht dann auch. Ich sollte aber eigentlich hier nochmal schauen, ob wir unseren Mech jetzt ein bisschen schneller machen können. Dafür braucht ihr das ganze Mürzelöl. So, Sprinttempo. Ich brauche noch 4 Mürzelöl. Oh. Eieiei. Ei, ei. Wie lange dauert das denn? Das ist ja echt eine langfristige Sache hier. Ich brauche mehr Mürzel. Mürzel, Mürzel, Mürzel. Ich muss hier Mürzel anbauen, wie blöd. Aber ich habe hier eigentlich schon, das ist noch nicht erntereif. Das ist das Problem. Geht nicht immer alles so schnell, wie man will, aber gut, ist halt so. So. Ah ja, die Wetterstation habe ich auch hier gebaut. Sieht dann so aus. Ein kleines Funkgerät und sowas. Aber so ganz dumm ist das Ding gar nicht, weil hier sieht man erstens, nächster Tag ist Sturm angesagt, wird es also regnen und... Oh, am Tag darauf kam mir wieder so ein Unkrautsamenangriff. Da fliegen halt wieder so Unkräuter durch die Luft und verpesten unsere Ernte. Also da kann man sich schon mal darauf vorbereiten, dass so Events kommen. Ob das jetzt neblig oder windig ist, ist letztendlich für uns eher wurscht. Aber das hier und Regen, das ist schon wichtig. Von daher ist es nicht ganz unnütz mit dieser Wetterstation. Also es geht schon. So, was ist mit unserem Lehm eigentlich? Die Vögel hier, also... So. Schaut unser Mech. Können wir das einlagern? Steinstaub. So. Wollen wir mal sehen, ob wir ein bisschen Lehm machen hier. Machen wir mit Maximum. So machen.
können. Und dann haben wir hier auch den Schmelzofen. So, was können wir da jetzt machen? Rotes Glas. Ah, vier rote Linsen. Ah, hier können wir das endlich machen. Ich glaube, für irgendwas brauche ich drei rote Linsen. Dann mache ich das mal. Dann kann man Eisenbarren machen und farbloses Glas. Da brauche ich Kohle und Stein. Ah, dafür brauche ich dann die Kohle. Eisenbarren brauche ich Eisenerz, Kohle und... Okay, okay. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt diese Blumen. Da falle ich immer drüber. So. Das heißt... Okay. Diese Dinger dann hab. Kann ich dann wahrscheinlich diese roten Linsen noch machen. Gut, aber ich brauche als erstes mal einen Mörzel. Autsch, Mörzel. Was der hier ist. Ja. Ist doch was eng hier vielleicht. Ah. Vielleicht können wir dieses Feld hier auch wegmachen. Machen nur ein großes hier hin und dann haben wir hier auch wieder mehr Platz zum Laufen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal pennen jetzt hier. Noch ein bisschen Steinstaub. So, drehen wir mal unser schönes, gemütliches Zelt hier. Und am Sternenhimmel. Hinten das Giftgas, das so lange aufsteigt. Ist also nicht romantisch. Dann legen wir mal ins Bett. Schwupp. Tag 29. Jetzt müsste es ja regnen eigentlich. Ja. Good morning, Sleepyhead. Maybe we could put that new building to good use. Es sieht auch wirklich nach Regen aus. Sehr schön. Das heißt, morgen gibt es dann wieder einen Angriff von diesen komischen Unkrautpflanzen. Können wir jetzt endlich mal Mörzel ernten? Aber hier ist Unkraut. Scheiße. Auch Mörzelöl. Das braucht auch noch. Können wir eigentlich gießen? Nee, gut, brauche ich damit eigentlich nicht. Dann können wir ja hier nochmal was pflanzen. So, was habe ich denn noch? Ah, ich habe auch nicht viel Mörzel. Dann machen wir den Rest mit den Rohköpfen voll hier. So, dann haben wir das auch. Mehr Munition habe ich jetzt nicht. Gießen müssen wir nicht. So, dann... Mit dir hast du kein Problem. So, hier latscht auch einer durch. Also diese Vögel. Hier habe ich noch Mörzelsamen. Ja noch mal ein bisschen Öl machen, das werden wir so oder so brauchen. Machen die ganzen Vögel jetzt hier? Der stellt sich hier wieder bei mir runter. Hallo? Das ist hier kein Urlaubsziel für Vögel? Der auch hier? Okay. Mögen es trocken anscheinend. Naja, lass aber machen. Ich will noch mal einen Baum pflanzen. Ja, auch nicht schlecht. Noch mal einen hinsetzen, damit wir den irgendwann mal fällen können. Gut, ein bisschen was in der Nähe zu haben, dann brauchen wir auch nochmal rüber zu nehmen. Ich brauche Mörzel, 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 Mörzel. So, wunderbar. Bist du? Dann haben wir das auch. So, dann sind wir da schon relativ durch. Was? Ah, die Händler kommen schon wieder. Ups, aua, bin hängen geblieben. Mist. So, was haben wir hier? Ah, rotes Glas. Jetzt können wir endlich rote Linsen machen. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir hier? Okay, das Zeug. Echt kein Mörzel, das gibt's gar nicht. So, rote Linsen, da. Wie viel kann ich hier machen? Drei? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das brauche ich auch hier für irgendwas, oder? Plopp. So, guck mal nochmal. Wofür braucht man denn rote Linsen? Das war hier irgendwo. Also das habe ich jetzt alles freigeschaltet hier. Das Samengewehr. Die Bewässerungsschlauch, den besseren. Wasserkapazität haben wir eh. Die Schlauchkraft hat man hier verbessert. Dann
Inventar, Erntesauger, Stachelgeräte noch verbessert. Und dann als nächstes will ich das Sprinttempo verbessern. Da sind wir da auch schon mal weiter. So, wofür brauchte ich rote Linsen für Erntesaugerreichweite? Ah, das war das. Okay, erhöht die Reichweite des Erntesaugers aus größerer Entfernung um einen Saug. Ja, prima. Kommen wir praktisch jetzt hier vom Zelt aus Kaffee trinken, hier die Sachen einsaugen. So quasi. Naja, nicht ganz so wahrscheinlich, aber so ein bisschen. Schön, schön. Dann haben wir unser Gerät ja hier schon mal ordentlich wie optimiert. So, jetzt brauche ich hier nochmal Wasser. Den Erntesauger haben wir auf jeden Fall verbessert. Muss ich gleich mal ausprobieren hier hinten. Welche Entfernung kann ich das jetzt einsaugen? Schon aus der Entfernung hier. Oh, das ist praktisch. Das ist praktisch. So, haben wir da eigentlich Futter für die hier? Nee, einfach aus. Ne, habe ich keins. Okay. Würden wir nochmal machen. Da oben ist ja auch nochmal Futter. Ne? Was wollten die noch? Wir haben ja noch irgendwo Mörzel hier um die Ecke. Da sind diese Rattenschlingel unterwegs. Oh, hier ist. Nee, das Hohlkopf. Die wollen ein gutes Futter haben. Ja. Juhu! Pommes. Ah, gut, dann machen wir euch noch ein bisschen Futter. Wir wollen ja auch einen kleinen Boost haben. So. Nehmen wir jetzt noch das Öl. Können wir nochmal Hohlkopföl machen. So, einmal einfaches. Einmal gutes Futter. So, haben wir das dabei jetzt? Ja. Bin ich auch nicht so ganz sicher. Und Wasser muss ich nochmal einsaugen. Hör auf zu meckern. Also Vögel. Den Saugi. Saugi 2000. Wo ist er denn jetzt hier? Hier. Schlürf. So, das haben wir. Hier wollen wir die Vögelchen füttern und die Rattenschlingel. Und dann gucken wir mal, ob wir das nächste Gebiet hier befreien können. Wir haben ja jetzt den verbesserten Sauger und den Wasserstrahler. Oh, was war das? Ein kleiner Imbiss. Füttere 20 Tiere. Oh, cool. Aber noch mehr Vögel hier rumlaufen wahrscheinlich. Ja, naja. Die ist ja auch ganz niedlich irgendwie. So, dann kommen die Schlingel hier auch noch dran. Kleine Schlingel. So, gutes Futter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn das erste gelbe Wald? Im gelben Wald ist das Gebiet hier. Müssen wir Richtung Osten. East. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den gelben Wald hier befreien können. Was auch denn da? Ah, das ist eine Rauchsäule da hinten. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Genau darauf zulaufen. Hm. Können wir mal versuchen. Wir sind hier schon mal so rumgelaufen. Aluminium brauche ich jetzt gerade nicht. Okay, das funktioniert. So, hier waren wir schon. Wo war denn diese Rauchsäule? Ist hier unten irgendwo oder was? Hier ist dieser Wasserfall. Uah. Ich kann jetzt hier machen. Ich habe ja jetzt einen verbesserten Sägerapparat hier. Okay, hier nicht. Oh, ich falle runter. Jupp. Oh. Upsi. Okay. Ich bin abgesoffen.
Ja, okay. Das passiert also, wenn man ertrinkt. Jetzt wissen wir das auch. Ich wollte das nur mal ausprobieren. Ja. Shit. Okay. Wo komme ich denn hier runter? Hier ist alles Wasser. Eieiei. Okay. Aber wo kommt denn diese Rauchwolke denn her? Die sehe ich jetzt nicht. Guck mal, kann ich hier gut? Irgendwie fliegen? Nee. Müsste man die Düsen auch verbessern. Aber nicht. Geht nicht. Kommen wir auch nochmal durch. Oh Mann, das ist jetzt ein ganzes Labyrinth hier echt. Haben wir noch blaue Blumen. Brauchen wir noch blaue Blumen? Ja. Wenn wir sie schon kriegen können. Nehmen sie mit. Okay, also hier werden wir so nicht weiterkommen. Gucken, ob wir hier weiterlaufen können. Diese Rauchsäule sehe ich nicht mehr. Na gut. So, haben wir. Wo müssen wir jetzt hin? So, mehr hier in die Richtung wahrscheinlich. Hier nochmal zu entseuchen. Hier sehe ich jetzt nun leider nichts, was irgendwie. War das gelber Baum? Oha, okay. Ah, da lang. Da, wo es rot schimmert. Genau, bei den Dino-Knochen. So, komme ich jetzt hier wegsaugen? Jawohl, endlich! Ich nehme auch noch mit. Hier ist ja auch noch so ein Tierchen bauen, das kommt später. Wenn wir hier gesäubert haben. So, 6% haben wir schon. Ja, Wahnsinn. So, kommt hier, ihr giftigen kleinen Miststacheln. Sauf, sauf, sauf. Sauf hier auch. Wow, wie sauf. Sehen wir natürlich wieder nichts hier. Autsch, dieser Baum. Wer hat denn den denn da hingestellt? Da, Unverschämtheit. Das war hier vorher schon so viel Wasser. Das hier kann man das wegsaugen. Ne, da müssen wir wieder einen Schlauch dran. So, der ist jetzt auch kräftig genug. Sehr schön. So, weg damit. 24% haben wir jetzt. So, das Gerippe hier sieht schön, sieht sauber aus. Ei, ei, ei. Gut, dass der nicht mehr am Leben ist. Also, schlecht für ihn, gut für uns. Ein Riesenviech hier. Aber die Welt ist ja an sich friedlich hier. Passiert ja nichts Schlimmes. Es gibt keine Raubtiere oder irgend sowas. Nur so giftige Pflanzen halt. Die zu nerven. So, hier ist noch ganz. Ah, ja, ja, hier ist noch ganz was jetzt. Unkraut, Eliminierung, entferne 300 mal giftiges Unkraut. Schon wieder. Mein Gott, hier gibt es so viele Achievements. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich gut für die, ne, Belohnungskurve. Es gibt wieder Dopamin. Wir haben es geschafft. Jawohl. Na, weiter so. So funktionieren Spiele. Belohnungskurve nach oben. Oh Mann, hier ist aber echt viel. Ei, 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 ei. Okay. Das ist aber echt weitläufig, was du dann hier rumrennen musst. Ist hier auch noch? Sah eben so aus. Jetzt wird geschimmert. Das ist hier aber nichts. Blauer Kristall? Hier kriegt man den. Hier ist aber keiner. Ja, okay. Wahrscheinlich wächst er erst, wenn man das Gebiet hier gereinigt hat. Okay. So, ist hier noch irgendwo was verschmutzt? Oh.
Sieht aber nicht so aus. Hier ist nur Grünzeug. Komm hier noch durch. Eieiei, ich habe ja nun eben nicht ein kleines Teil hier, was ich hier steuere. Aber wir haben noch 62%. Wo ist denn der Rest von dem ganzen Müll hier? Das ist nochmal eine blaue Blume. Hier ist nur Wasser, oder? Oje, oje. Wollen wir durch? Das sieht echt cool aus hier. Ist Steine und Horn. Ah, hier können wir, einen See entstehen lassen. Um gleichzeitig dann Wasser zu schaffen. Ja, warum nicht? Haben auch wieder Wasser zum Reinigen. So. Aha, sind wir hier oben? Ah, okay. So, Wasser haben wir getankt. Was ist denn jetzt noch der letzte Schmodder hier? Ich sehe überhaupt nichts. Ja, wäre schön, wenn man das irgendwie auf der Minimap noch sehen könnte. Wo ist denn jetzt noch Schmutz oder sowas? Ich komme hier nicht weiter. Ach jetzt, kann ich mich hier durchgehen. Okay. Aber hier wird immer noch das Rot-Barband angezeigt. Aber eigentlich alles entgiftet sein jetzt hier. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir hier schon? Ja, ich will die blaue Blume und die Tierchen hier. Jetzt sind hier weiter. Jetzt da unten. Jetzt muss aber echt suchen hier. Oh je. Wo ist denn da hin? Hier, hier ist noch was. Solches Werkzeug. Sauber. So, blaue Blumen, die nehmen auch noch mit. Komm. Zieh die nicht so aus. Okay, ja, fantastisch. Geht doch. 74%, ja. Wir räumen auf, wir schaffen das. Mächt der Baumeister, hier auch noch. So, 87. Ist hier noch irgendwo was? Hier, Oder darfst du keinen Busch übersehen hier. Die sind so relativ gesund. Ist das hier nochmal? Oh, nochmal Artefakte irgendwie. Okay. Das ist die Gebirgsküste. Ah, das ist ja wieder ein neues Gebiet. Okay, wir sind über die Grenze. Hier muss es noch irgendwas geben. 88% haben wir erst. Hier ist noch was. Hier. Hier. Oh, wir haben es bald. Wir haben es bald. Hier noch lang. So, irgendwas Besonderes. Ja, wir haben es geschafft. Der gelbe Wald ist entgiftet. Look at that. Another region fit for life. Speaking of, you want to know what PRP3R stands for? It's Planetary Inhabitability Probe. Third generation, blah blah. First part's pretty self-explanatory. Ich schaue mir Planeten und sage der Erde, ob er für menschliches Leben geeignet ist. Also Erkundungssatelliten ist das Ding sozusagen. Third generation is, well, it took them two complete redesigns to make satellites that wouldn't break on their journey here. Suppose I should consider myself lucky. But we all knew sacrifices were necessary. Hier gibt's jetzt, oh, was ist das? Was ist das? Oh, noch ein Siegel freigeschaltet. So, okay.
Plonk. Drei brauchen wir noch. Oh je, oh je, oh je. Hey, hope you're well this fine morning. Restoring that region yesterday felt great. Maybe there are some more good to be done around here. Keep a lookout, will ya? I will, yes, I will. So, hier war doch eben noch was. Hinten wächst irgendwas Neues, oder? Und hier gibt es jetzt blaue Kristalle. Kann die Lampe mal ausmachen, ein bisschen Energie sparen. Auch hier muss man Energie sparen. Spart Wasser und so. Was ist das hier? Ein Zapperzweig? Mach ich den jetzt weg hier? Aber im Sauber. Ja, jetzt kann ich Kompostkisten und fantastisches Futter machen. Fantastisch. Aha. Okay. Crazy. Die haben dir aber interessante Sachen hier einfallen lassen. Hello? Can you hear me? Was? Wer ist das? Das klingt, als würde einer deiner Nachbarn versuchen, dich zu erreichen. Allerdings scheint das Signal stark genug zu sein. Erreiche einen Ort mit einem guten Signal. Ja. Okay. Jetzt will ich mich hier noch ein bisschen umsehen. So. Hier wieder so ein Krabbentierchen, vermutlich mal. Oder? Was ist das da? Nee. Ein Krabbling! Jawohl! Ich will ein saures Futter haben. Okay, haben wir nicht? Ja! Ein Krabbling. Jetzt müssen wir dann Bergbau auf, oder was? So, drei Regionen müssen wir noch herstellen. Okay, ist klar. Oh, was ist jetzt da? Eine weiße Farbblume. Autsch. Ja. Kommen wir jetzt so leicht durch. Geh mal hier hoch. Anscheinend gibt es hier jetzt noch jemanden, mit dem wir Funkkontakt aufnehmen können. Und nicht nur die Händlerin. Können wir hier hochgehen oder so. Wenn ich wie das Spiel das hier wirklich so interpretiert. Jemand, das sind auch andere Bäume hier. Ne? Die Fälle habe ich. Großer gelber Baum. Das anderes Holz. Ah, das ist Hartholz. Ah, ja, okay. Das ist was anderes. Dann habe ich das jetzt auch. So. Wo soll ich denn hin? So, das ist der gelbe Wald. Okay, dann haben wir noch die drei Gebiete. Und dann gibt es ja hier noch so einen unentdeckten Kontinent. Und das hier? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Hier noch nicht. Aber kann ja noch kommen im Laufe des Early Access. Das Spiel ist ja noch nicht fertig. Da kann auch einiges dazukommen. In neuen Regionen. Ich meine, nachdem sie jetzt über 700.000 Mal das Spiel verkauft haben, alle Plattformen, dürften sie ja wahrscheinlich genug Kapital haben, um das Spiel schön weiterentwickeln zu können. Wieder noch ein paar Leute einstellen. Also bei Palworld ja auch machen müssen. Teilweise. Aber dann hat man wenigstens die Ressourcen, um dann gemütlich auch weiterbauen zu können und sein Spiel. Ein bisschen Sicherheit. Natürlich erwarten die Leute dann noch ein bisschen was von dir. So. Reiche ein Ort mit gutem Signal. Was ist da hinten oder was? Wo soll ich denn da hinkommen? Hier irgendwie? Ne, was habe ich?
Alright, looks like this spot is our best bet to catch that signal from before. Ja, wohl die beste Chance, dass wir gerade zu tower right here. I bet you will be able to send a reply. Aha, wie soll ich also jetzt einen Funkturm hinbauen? Okay. Holy moly, wie groß ist der denn? Okay. Da brauchst du aber noch Kupfererz, dreimal Elektronik aus Aluminium, Aluminiumrahmen. Oh je, yeah, okay, das muss ich aber aufschreiben, das kann ich ja alles nicht merken. So, dann müssen wir jetzt mal wieder zurück und Material holen, um hier einen Funkturm zu bauen. Am Arsch der Welt. Oh Mann. Also hier. Boah, jetzt kommen wir überhaupt hier wieder hin. So, da sehe ich schon blaue Kristalle, die sind neu. Ich wollte mal einen Scheibenwischer. Ob es hier irgendwann mal eine Kabine mit Scheibenwischer gibt? Da ist die spitze Dinger hier eigentlich. Sieht aus wie Hörner, aber kann ja eigentlich nicht sein. Na gut. So, blauer Kristall. Ich kann ihn nicht abbauen. Nee, du musst das Ding hier verbessern. Okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich habe ja schon verbessert, das Ding. Gut, okay. Wir müssen also weiter an unseren Verbesserungen arbeiten. Na gut. Okay, Point of Interest. Das ist aber ein Riesenturm. Hui. Na gut, dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Und werden uns an die Arbeit machen. Materialien besorgen, unsere Stachelsäge hier verbessern. Und mal gucken, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf unserem wunderbaren Planeten bei Lightyear Frontier. Bye, bye. Was für ein Sauwetter.